dann werden Sie auch merken, die Medizin, genau dasselbe, die Medizin zerstört Gesundheit. Das ist fürchterlich, wenn man das mal zum ersten Mal hört. Aber es ist so. Die Medizin, es ist eine staatlich lizenzierte Mordanstalt, müsste man fast sagen. Und zumindest ist es so. Zumindest ist es so, dass die Menschen gesund werden, trotz medizinischer Behandlung. Nochmal eine herzliche Umarmung, wie üblich. So. Das war dann die zweite Begrüßung gerade. Ja. Ich freue mich so, dass wir uns wiedersehen. Ich auch. Haben Sie ein bisschen Schwefel mitgebracht? Ich habe nämlich gestern an der Bar ein bisschen durchgezecht und ich glaube, ich bin übersäuert. Ja, das ist sicher eine wichtige Komponente, die ich aber in den Büchern genau beschrieben habe, wie das genau funktioniert. Ich liebe ihre direkte Art und Sie sind einfach auch so, immer wenn ich Sie angucke, habe ich das Gefühl, ich gucke in den Lexikon und ich möchte unzählige Fragen stellen, weil ich weiß, was da rauskommt. Das ist einfach nur informativ und es ist auch so erhellend. Wollen wir loslegen? Ja. Ich habe 20 Fragen vorbereitet. Und ich habe schon gesagt, vielleicht müssen wir sogar ein bisschen überziehen, weil ich würde sie gerne wirklich abarbeiten. Sonst mache ich das immer gerne auswendig, aber oder nicht auswendig, sondern aus dem Bauchgefühl. Aber das, glaube ich, ist sehr wichtig. Sie haben in unserem Vorgespräch kurz erwähnt, dass chronische Entzündungen nicht mehr so sind wie früher und dass es heute nicht mehr reicht, einfach nur die Ernährung auf Rohkost umzustellen. Woran liegt das? Richtig, natürlich. Das hat viele Gründe. Ein wichtiger Grund, der allgemein anerkannt sein dürfte, der besteht darin, dass natürlich jedes Jahr tausende neuer chemischer Substanzen in die Umwelt ausgestoßen werden. Wir haben inzwischen weit über 100.000 Chemikalien, mit denen der Körper eigentlich gar nichts anfangen kann und die er dann einlagern muss in den Geweben. Das ist übrigens inzwischen gar nicht mehr. Normalerweise wird ja immer gesagt, das wird kontrovers diskutiert. Das ist ja die schöne Generalklausel. Aber hier kann man sagen, da ist überhaupt nichts mehr zu diskutieren. Wir vergiften uns alle selber und diese Gifte werden dann im Zwischenzellgewebe eingelagert und behindern dann die Diffusion des Sauerstoffs zu den Zellen, sodass letztendlich dann irgendwann, wenn die Gewebe genügend überfrachtet sind mit solchen Giften, ein Sauerstoffmangel entsteht und tatsächlich, das wissen wir schon seit über 100 Jahren, die einzige echte Krankheit ist Sauerstoffmangel. Das heißt, wir müssen schauen, wie kriegen wir die Gifte raus. Und deswegen haben wir inzwischen in jeder größeren Stadt mindestens einen, meistens mehrere Umweltmediziner, die dann mit den verschiedenen Infusionen und DMPS und EDTA und tausend Sachen, habe ich ja auch alles gemacht, versuchen, die Gifte rauszuholen. Inzwischen sind wir soweit, eigentlich eine intelligente, in Anführungszeichen, Lösung, was eben die von der Dialyse herkommt, über die Apherese, also dass man die Gifte über eine Art Blutwäsche herausbekommt. Da gibt es eine Praxis, mehrere Praxen, die eben für 5.000 Euro, halber Tag liegt man da in der Dialyse und da kriegt man hinterher so einen Beutel mit von einem Liter Dreck, der da rausgekommen ist. Das ist natürlich der eine Punkt. Der zweite, wichtigere Punkt, meiner Meinung nach, ist eben spiritueller Natur. Und da kommen wir zu den verflixten Handys beispielsweise. Die meisten Menschen haben sich eben völlig vereinnahmen lassen von dieser Augenlust, von diesem dauernd Selfies machen und so weiter. Und da denke ich automatisch an Goethe. Goethe hat so schön vor 200 Jahren gedichtet: Dummes Zeug kann man viel lesen, kann es auch schreiben. Wird weder Leib noch Seele heilen, wird alles beim Alten bleiben. Dummes Zeug aber vors Auge gestellt, hat ein magisches Recht, weil es die Sinne gefesselt hält, bleibt der Geist ein Knecht. Und da muss man halt einfach fragen, wozu will ich zum Beispiel überhaupt Gesundheit? Für mein elendes, kleines, egoistisches, hedonistisches Leben? Oder habe ich irgendeine Aufgabe? Nicht? Angelus Silesius, dieser wunderbare, meiner Meinung nach größte Mystiker aller Zeiten, kann ich jedem nur empfehlen, der cherubinische Wandersmann. Das sind lauter Zweizeiler, etwa 1700 Zweizeiler über die verschiedensten Lebensgebiete und da sagt er zum Beispiel auch, der Regen fällt nicht ihm, die Sonne scheint nicht ihr, du auch bist anderen geschaffen
und nicht dir. Und wenn wir uns diese Fragen nicht stellen, und das war ja, wenn ich das richtig verstanden habe, gestern das Wesen des gestrigen Vortrages, wenn wir dauernd nur um uns selber uns drehen, ja, wozu leben wir denn da? Ja? Und dann muss man auch sagen, dann brauche ich auch gar keine Gesundheit. Lieber brechen wir das Experiment des Lebens ab und machen einen neuen Versuch. Ja? Na gut, Sie sind ja, ja, bravo. Ich vergesse immer, dass Zuschauer da sind, weil im Studio ist das nicht so. Jetzt haben Sie mich rausgebracht. Ach ja, genau. Es geht ja um den Schwefel, ne? Ich komme nochmal zurück. Ich frage jetzt sehr provokant, weil viele, es gibt auch viele spirituelle Lehrer, die sagen, ja, das ist wirklich Gift und das ist zu aggressiv und das zerstört die Organe. Ist schon mal jemand während so einer Kur gestorben? Nein, ist noch niemand gestorben. Allerdings, und das war ja gestern auch in mehreren Vorträgen schon angeklungen, was uns fehlt, das ist so die Ernsthaftigkeit. Also, was bin ich bereit zu zahlen, um ein bestimmtes Ergebnis zu erreichen? Und da werden ja die meisten von uns schon mal die Gelegenheit gehabt haben, zum Beispiel richtig verliebt zu sein. Nicht? Wenn wir verliebt sind, dann wollen wir uns wirklich so viel wie möglich mit dem geliebten Objekt identifizieren, jede Zeit verbringen. Da ist uns kein Weg zu weit, keine Kosten zu hoch, um da weiterzukommen. Und im Bereich der Gesundheit, das ist auch ein bisschen die Gefahr von solchen Kongressen, das ist ja so ein Marktplatz der Möglichkeit, man könnte dies, man könnte jenes, aber wo bleibt da die Entschlossenheit, die Entschiedenheit, auch wenn es mich kostet, marschiere ich durch. Also da hat der Schwefel oder überhaupt auch die ganze Rohkost, die Rohkostbewegung, ich denke an meinen Unternehmensberater, als ich noch meine Klinik hatte, das war ein sehr netter, sympathischer Mann, sehr kompetent, war mein Patient, hat auch natürlich Rohkost gemacht, aber jedes Mal, wenn ich mit ihm unterwegs war zum Geschäftsessen, da hat er halt einen Kalbshaxen und eine Maß Bier getrunken, aber ich bin Rohköstler sonst, ja. Ich meine, das ist so wie die Schwangerschaft, entweder bin ich schwanger oder nicht, so ein bisschen schwanger geht halt schlecht. Also ich habe gleich nach unserem Interview, ne, bin ich los, habe mir den Schwefel im Internet bestellt und der ist ja auch super günstig und alles. Und ich sage, das ziehe ich jetzt durch. Habe auch wirklich viele angesteckt damit und ich habe es 14 Wochen durchgehalten. Und ich muss Ihnen aber sagen, es war die Hölle. Also an manchen Stellen war es wirklich die Hölle. Zuerst kam dieses Thema hoch, dass der Heißhunger immer wieder kam. Also ich habe versucht auch umzustellen. Für mich war das mit der Rohkost sehr, sehr schwierig. Und dann ging das Programm los. Also ich habe unfassbar viele emotionale Schübe gehabt von Wut, Trauer. Ich bin auf der Straße und habe die Leute angepammt. Und ich dachte, sag mal, was geht denn jetzt? Ne? Und erzählen das eigentlich viele, dass es ihnen so geht, dass das passiert? Ja klar, passiert? Natürlich. Schwefel ist eine vulkanische Substanz, eine satanische. Ja. Und holt natürlich all die verdrängten und verschütteten Probleme aus uns heraus. Das ist richtig. Und zwar viel, wir haben ja gestern von der Emotional Freedom Technik von Gary Craig und andere Dinge gehört. Und natürlich kann man auch machen, das sind alles die vielen wunderbaren, sanften Methoden. Und dann gibt es eben den Dr. Eisenbart, das ist so eine richtige Dr. Eisenbart-Methode, der Schwefel. Das ist immer so, das Produkt aus Länge mal Breite ist konstant. Also Sie können, wenn Sie jetzt eine Million Schulden haben, können Sie jeden Monat 100 Euro meinetwegen tilgen. Dann werden Sie in 100 Jahren wahrscheinlich auch keine Schulden mehr haben. Oder aber Sie legen wirklich 100.000 auf den Tisch des Hauses und dann wird es ganz schnell gehen. Aber Schulden tilgen ist bitter. Und das ist genau das, was die Menschen beobachten. Es gibt nichts umsonst, das muss man ganz klar sehen. Also ich hatte das Gefühl, vielleicht können wir da mal eingehen, dass es so in einer wellenförmigen Art kam. Es kam nicht linear. Also das war so, ich war dann auf Toilette und jetzt mache ich das schon wieder öffentlich, aber das ist wichtig. Und dann, kurz danach ging es mir so fantastisch. Ich hatte eine Leichtigkeit in mir und ich bin durch die Straßen gelaufen. Und dann schon zwei Tage später ging es wieder los. Also als würde ich Schicht um Schicht aufarbeiten. Genau so ist es, ja. Aber was passiert da im Darm? Also wir haben ja, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, da dürfte ich wahrscheinlich damals vor 40 Jahren einer der allerersten gewesen sein. Also auch stammt auch nicht von mir, stammt von Hippokrates, eigentlich der Begründer der modernen Medizin ist, 465 bis 375 vor Christus.
Der hat ja gesagt, Darm gesund, Kern gesund, Darm krank, Mensch krank. Und wenn man das jetzt mal wirklich ernst nimmt, heute können wir das auch sehr genau beweisen, warum das so ist. Wir haben im Darm unzählige Mitbewohner. Die Amerikaner haben vor 6 Jahren dieses wunderbare Wort geprägt, statt Darmflora, das klingt so populär, haben die das als sogenanntes Mikrobiom bezeichnet. Mikrobiom bedeutet die Wechselwirkung zwischen den unzähligen Mikroorganismen einerseits und dem Makroorganismus andererseits. Also wenn das in Ordnung kommt, dann wird der ganze Mensch in Ordnung kommen. Das ist die Entdeckung eigentlich von Hippokrates. Ich habe das halt wiederentdecken dürfen und habe mein ganzes berufliches Leben seit 40 Jahren ganz gezielt an dieser Stelle angesetzt und kann bestätigen, das ist so, weil da natürlich unzählige Darmbewohner sind. Das sind alles Bewusstseinsinhalte. Ja? Und alles übrigens, da kommen wir zur Meditation schon auch wieder. Die Meditation oder Gebet, die Stille werden, also diese grundsätzliche Umschaltung weg von der außenbezogenen Lebensführung hin zu einer innenbezogenen Lebensführung, dann, wenn wir in das Schweigen hineinkommen, dann entdecken wir tatsächlich, es gibt nur Bewusstsein, selbst diese unbewegten Dinge, auch das Glas Wasser, alles hat Bewusstsein. Und wenn wir da Ordnung schaffen in unserer Umgebung, angefangen in uns selber, dann fängt das Leben an zu singen und es ist einfach wunderbar. Ich hatte das Gefühl, es klingt jetzt ein bisschen schräg, aber ich hatte das Gefühl, als ich dann den Schwefel genommen habe, dass etwas in mir sich festhält. Also es ist wie so eine unsichtbare Hand in mir gewesen, die als würde da was nicht raus wollen, als würde sich etwas wehren. Kann man sagen, dass die Bakterien und Parasiten, die natürlich in jedem von uns wohnen, dieses Bewusstsein haben und wirklich wissen, jetzt geht es ihnen an den Kragen und dass es so eine Reaktion ergibt? Ja, natürlich, klar, ist doch klar. Sie wollen ja auch nicht sterben, ich auch nicht. Und die genauso wenig. Und die spüren natürlich, wenn sich die Milieubedingungen ändern im Körper, zum Beispiel, wie Jesus sagt, geh hin und sündige nicht mehr, mehrmals täglich dauernd diese merkwürdigen Dinge, die wir da reinstopfen. Und wenn sich das ändert, wenn also der Körper dadurch schon reiner wird, wenn wir nicht mehr neue Gifte nachschieben, nach Möglichkeit, dann wird auf erstaunliche Weise natürlich der Nährboden verschwinden, so wie was wir in der Außenwelt beobachten mit den Tieren. Warum sterben die Arten? Wir nehmen dann immer mehr den Lebensraum weg und wie außen so innen, wie der Anfang so das Ende, wie im Großen so im Kleinen. Und das kann jeder in sich selber nachempfinden, aber dazu müssen wir stille werden. Wir müssen dieses laute Lärmende, dieser laute Lärm, den wir jetzt eingangs gehört haben, macht mich richtig depressiv, also dieser komische Film da. Die Parasiten oder Bakterien in uns, ne? Ich hatte das Gefühl, dass das wie so eine Art Programme sind. Also ja, verschiedene Formen von Programmen, die uns steuern. Können Sie uns dazu ein bisschen was erzählen? Also ich hatte den Eindruck, dass durch die Schwefelkur mir das erst wirklich bewusst wurde. Ja, absolut, absolut. Da gibt es ja unzählige Literatur inzwischen, wie die Menschen auch, wie die Tiere, wir werden ja alle dauernd manipuliert, bewusstseinsmäßig manipuliert. Da darf ich ein bisschen Schleifwerbung machen. Ich bin ja alle paar Monate in Europa, in Deutschland. Da halte ich in Trier, das nächste Seminar ist am 4. Mai. Und da habe ich unzählige wissenschaftliche Studien zusammengetragen, die zeigen, wie stark wir beispielsweise von diesen Mikroorganismen in unseren Eingeweiden abhängen. Zum Beispiel auch Alkoholismus. Man denkt ja, das ist so ein blöder Alkoholiker. Nein, der ist Opfer seiner eigenen ruinierten Darmflora. Das ist fürchterlich. Depressivität, Schizophrenie. Es ist grauenhaft, wie stark wir davon abhängig sind. Und wie gesagt, da müssen Sie mal, wenn Sie wirklich spannender als jeder James Bond sich das mal angucken wollen, welche Strategien diese Mikroorganismen entwickelt haben, um Tiere, aber auch Menschen in ihrem Verhalten ganz glasklar zu manipulieren. Das ist fürchterlich, ja. Wenn ich von der Schwefelkur erzählt habe, haben viele so sehr abweisend reagiert und sind ganz schnell so in die Luft gegangen. Sind das schon die Parasiten, die da reagieren? Sind das schon die Abwehrprogramme, die dann einfach sagen, dass sie unbewusst oder auf feinstofflicher Ebene schon sofort natürlich. Also Kinder allgemein, das wird ja allgemein bekannt sein, beispielsweise wenn wir Tollwut haben, nicht? Der Tollwuterreger, der überlebt nicht im feuchten Milieu. Also haben die dann, daran erkennt man ja häufig auch diese Tollwutfälle als allererstes, die haben eine panische Angst vor Wasser. Ja, wenn die nur schon Wasser denken, dann kriegen die schon Krämpfe. Ja, warum? Weil der das nicht mag. Das heißt, je mehr die Abwehr da ist, umso mehr haben wir es nötig, die Kur mal zu machen. Also eigentlich wäre es wahrscheinlich schon sinnvoll,
dass das jeder mal macht. Denn wir haben alle unsere Vorgeschichte, die Eltern, die natürlich auch verführt worden sind. Das ganze System ist ja so aufgebaut, dass wir von A bis Z belogen und betrogen werden. Und natürlich auch im Bereich der Gesundheit. Und deswegen sind wir gut beraten, wenn das erste Aufblitzen von Bewusstsein in unserem Oberstübchen noch stattfinden sollte, vor lauter Fernsehen haben wir die meisten nur noch ein Hochvakuum. Aber wenn da noch was sein sollte, dann sollten wir als allererstes wirklich... Dann sollten wir als allererstes wirklich Ordnung schaffen in uns selber. Klar, das ist hochspannend, nicht unterhalb der Gürtellinie, das ist die Unterwelt. Da brauchen wir gar nicht in die griechische Mythologie zu gehen. Ist aber schlau, sich das mal anzugucken. Die tragen wir alle selber mit uns und die Hölle. Und das ist hochspannend, wenn Sie das mal kulturhistorisch angucken, dann ist es so, auch in Goethes Faust wird das sehr genau beschrieben, nicht, ich bin der Geist, der stets verneint und das mit Recht, das ist die eine Geschichte, die Negation, das Negativprinzip und dann eben, er ist derjenige, der möchte alles vernichten, aber er schafft. Das heißt also, der Schwefel hat eine abbauende Funktion gegenüber den Spitzbuben und hat zugleich eine aufbauende Funktion gegenüber unserer Gesundheit. Ganz spannende philosophische Fragen, aber das hilft uns jetzt nichts, wenn ich Ihnen das jetzt so erzähle. Das muss jeder von uns erfahren. Das ist ja das Problem, dass solche Kongresse dazu dienen, wir kommen mit einem großen Kopf nach Hause, jetzt haben wir 2 Tage hier wahrscheinlich insgesamt verbracht. Nein, es muss eine existenzielle Realität werden in unserem Leben und das geht nur über Schweigen. Und deswegen kann ich jedem von uns empfehlen, schmeiße das verdammte Smartphone oder Dumpphone oder wie das heißt, weg. Sie haben vorhin das Stichwort innen wie außen gesagt. Mir ist aufgefallen, dass viele Menschen eben sehr, sehr sauer sind und aufprasselnd und wütend sind. Kann man das wirklich eins zu eins sagen? Also innen sauer, auch übersäuertes Körpermilieu? Dass wirklich die Einstellung zum Leben unser Körpermilieu als erstes bestimmt, also noch vor der Ernährung? Ja, natürlich. Das ist ein ganz enger Zusammenhang. Ich bin sauer, wenn ich sauer bin. Und die meisten Menschen sind sauer mit ihrem eigenen Leben und vor allem, und da kommen wir zu der Transzendenz gegenüber Gott. Denn wir haben alle unseren Eigenwillen. Und wenn Sie jetzt mal das Leben von Jesus studieren, der hat es geschafft, das können Sie im Johannesevangelium Kapitel 5, Vers 30 genau nachgucken, wo er sagt, ich kann nichts aus mir selber tun. Der hat völlig seinen Eigenwillen aufgegeben. Angelus Silesius sagt in diesem Zusammenhang auch, Jesus, wer in ihm ein kleiner eigener Wille, so selig er auch ist, Mensch, glaube mir, er fiele. Also wir müssen, das ist unser Lebensziel eigentlich, und wenn Sie die ganzen alten Kirchenlieder angucken, was Gott tut, das ist wohlgetan, es bleibt gerecht sein Wille, wie er fängt seine Sachen an, wenn ich ihm halten stelle und so weiter. Das sind 6 wunderbare Strophen, sollte jeder auswendig wissen. Und ich merke hier so eine gewisse Unruhe, die da auftritt. Wir sind leider so verbogen worden von den ganzen Institutionen, nicht? Also die Kirchen zum Beispiel. Die Kirchen dienen dafür, dass sie wahre Spiritualität zerstören. Ja? Die Medizin, genau das... Ja, wenn Sie da mal eine Sekunde nachdenken oder eben meditieren, das muss in der Stille, im Schweigen, plötzlich hilft die Welt an zu singen, das ist so wunderbar, dann werden Sie auch merken, die Medizin, genau dasselbe, die Medizin zerstört Gesundheit, das ist fürchterlich, wenn man das mal zum ersten Mal hört, aber es ist so. Die Medizin ist eine staatlich lizenzierte Mordanstalt, müsste man fast sagen, und zumindest ist es so, zumindest ist es so, dass die Menschen gesund werden, trotz medizinischer Behandlung. Deswegen wäre es hochspannend, dass wir so weit kommen, dass wir gar nicht erst zu diesen Leuten hingehen, sondern dass wir erkennen, es gibt ja dieses schöne Sprichwort, haben Sie vielleicht gehört, nicht? Gott lässt genesen und der Arzt holt die Spesen. Das klingt so lustig, aber eigentlich ist es ja tief traurig, denn alle die Institutionen sind total korrumpiert worden. Also wie gesagt, Religion zerstört die wahre Spiritualität, die Medizin zerstört die Gesundheit, das Rechtswesen, müssen wir nur die Augen aufmachen, was da alles passiert, das zerstört das Recht, der Staat zerstört die Freiheit. Das ist die traurige Realität und dem können wir nur entkommen.
Und dem können wir nur entkommen, das ist das, was ich entdecken durfte, eben über Schweigen, über Stille, über die Willenlosigkeit. Es gibt ja viele Menschen, die wollen mit dem Kopf durch die Wand. Da kann ich ihm prophetisch sagen, wahrlich, wahrlich, die Wand wird stärker sein. Also, das klingt doch gut, wahrlich, wahrlich ist immer gut. Und ja, dass wir eben anfangen, die Dinge zu nehmen, so wie sie sind, ohne dauernd beurteilen, bewerten zu wollen. Das ist übrigens auch das Problem, wenn Sie solche Kongresse sich anhören. Es ist alles wunderbar, ich bin mit so einem Kopf ins Bett gegangen, aber es muss existenziell, nicht in die 30 Zentimeter vom Hirn zum Herzen, von der Hölle bis zum Himmel, das ist unser Lebensweg im Grunde genommen. Und den werden wir nur beschreiten können über die Stille, Alleinsein. Gestern, voller Informationen, informare, da werden wir, wird etwas hineingedrückt, eine Form gedrückt. Und deswegen alles, das war unheimlich interessant. Interesse ist ein lateinisches Wort, das bedeutet dazwischen sein. Beziehungsweise Interesse ist die Grundform und interessant, das ist das Partizip Präsens, oder für die Grammatikalier unter uns, also dazwischen seiend. Und je mehr Interessantes wir aufnehmen, immer wenn das Bewusstsein das Wort interessant bildet, müssen wir sofort hellwach werden. Aha, da schiebt sich etwas zwischen uns und der Gottheit. Nicht? Wir sind ja alle an einem solchen Gummizug, deswegen sind wir heute hier zwei Tage zusammengekommen, weil wir innerlich diesen Zug spüren. Ich möchte zum Licht, ich möchte wieder zurück heim ins Vaterhaus. Und je mehr wir interessante Dinge hier anhäufen, umso mehr sind wir abgetrennt. Also mir ist es heute Nacht gegangen, ich konnte kaum schlafen. Nicht wegen dem Interview, das ist unwichtig, aber wegen dieser Aufarbeitung. Ja. Ja, es ist so, es gibt ja den schönen Spruch, Wissenschaft ist und bleibt, was einer ab vom anderen schreibt. Das ist, wie gesagt, das ist ja nur Schall und Rauch. Nein, die wesentlichen Dinge, eben nicht, wer nie sein Brot mit Tränen aß, wer nie die kummervollen Nächte auf seinem Bette weinend saß, der kennt euch nicht, ihr himmlischen Mächte, wie Goethe gedichtet hat. Also wir müssen wirklich in die Stille gehen, in die Einsamkeit und irgendein schlauer Mensch hat mal gesagt, und das ist wirklich gut, was ist Bildung? Bildung ist, wenn wir alles gelernt haben. Also auch, was wir jetzt in diesen zwei Tagen hören werden, ist wunderbar, oh, spannend, spannend. Und dann alles vergessen, was dann übrig bleibt, das ist gut, das ist Bildung. Ich werde das am Ende des Kongresses nochmal sagen. Ich hänge irgendwie immer noch fest bei den Parasiten. Ich würde gerne noch mal auf eine Beobachtung, die ich gemacht habe, zurückkommen. Mir hat damals ein Freund gesagt, ja, Innenparasiten, Außenparasiten. Ja, also dass wenn wir Innenparasiten, Außenparasiten, ja, klar. Dass wir selbst, wenn wir parasitär auch sind, ja. Also sprich, dass wir immer hinausreichen, einsaugen, wir brauchen, merken oft nicht, wie wir Leute auch mit unserem Informationsmüll die Leute zutexten. Ja? Inwieweit ist denn, wenn man diese Entwicklung durch die Schwefelkur beobachtet, das ein spiritueller Weg und vor allem ein Einweihungsweg zu uns selbst? Also das ist ein ganz spannender Gedanke, den Sie da sagen. Es ist in der Tat so, das wissen wir schon seit vielen Jahren, Krebs ist natürlich eine parasitäre Erkrankung. Wir haben alle Parasiten unter uns, und davor, ich habe einige Therapeuten gesehen, die mit Dunkelfeldmikroskopie auch arbeiten. Und das können Sie sehr schön beobachten, nicht? Wenn wir je nach unserem Bewusstseinszustand, das können Sie selber auch mal mit Ihrem Mikroskop ausprobieren, je nach welchen Gedanken Sie haben, Sie schauen dann direkt nach einer Sekunde, das geht also online praktisch, in Realzeit, in Echtzeit, können Sie sehen, wie Ihr Blut sich ändert. Haben Sie negative Gedanken, dann kriegen Sie dann die typischen Stressformationen. Haben Sie erhebende Gedanken, das wechselt von Sekunde zu Sekunde. Und in der Tat, Krebs, das haben wir auch gestern schon gehört, ist eine Art Selbstmordprogramm, der sozial akzeptiert ist. Und das ist ja das, was ich meine. Wenn wir nur noch an unser elendes kleines Ich denken, dass wir befriedigen müssen, so wie die kleinen Kinder, wenn sie im kleinen Kind, oh, Habi, nicht? Die wollen immer haben. Und Jesus sagt, das können Sie nachlesen in Apostelgeschichte, Kapitel 17, Vers 26, glaube ich, geben ist seliger als nehmen. Ja, geben ist seliger als nehmen.
hoffentlich haben wir das schon alle mal erfahren, dass wir von Herzen jemandem etwas schenken können, aber nicht, weil er jetzt Geburtstag hat oder so. Ich weiß noch früher, als ich mal die Zeitplanungssysteme wurden da verkauft und da hat mir dann der Verkäufer versucht klarzumachen, wissen Sie, wenn Sie dann verheiratet sind, was weiß ich, im halben Jahr, da müssen Sie dann eintragen, heute Abend 19 Uhr zum Abendessen, verstehen Sie? Also das ist so das Niveau, auf dem die Menschen eben sind. Und wir müssen eben echt werden und wegkommen von diesen Formalismen. Das ist eigentlich das, wo ich hinaus möchte. Ja. Also in die Eigenverantwortung, bei sich selbst ankommen und auch zu begreifen, dass wir, und darum geht es ja eigentlich, in das göttliche Selbst, dass wir wieder Kontakt zu unserem göttlichen Selbst bekommen. Ganz genau. Und das ist eben eine der Methoden, um eben sauber zu werden. Also man soll kein Nährmaterial eben zum Beispiel physisch für diese Mikroorganismen anbieten. Streng genommen sind diese Mikroorganismen auch nicht unsere Feinde oder sowas. Nein, Sie kennen ja alle das Märchen von Aschenputtel. Aschenputtel hat doch das Problem mit dieser bösen Stiefmutter gehabt. Die sollte ja nicht zum Tanzen. Da hat sie doch dann eben die Linsen oder was es da war, mit der Asche ausgebreitet. Und das Aschenputtel hat gesagt, Jesus Maria, damit kann ich ja gar nichts anfangen. Und dann hat sie ja die Vögel des Himmels gerufen. Und so ist es auch. Die Parasiten ist eine Selbstverteidigung des Körpers, eine Verzweiflungstat, weil wir selber mit unseren eigenen Möglichkeiten, das Immunsystem normalerweise patrouilliert ja darum, deswegen haben ja die Leute alle die Immunerschöpfung schon in jungen Jahren und immer jüngeren Jahren, dann sagt der Körper, ja gut, ich brauche jetzt Hilfstruppen. Und dann kommen die, die haben natürlich ihrerseits auch wieder ihren Stoffwechsel, deswegen ist es ein zweischneidiges Schwert, aber ein sinnvolles. Ja? So, als die würde Lösung das Leben lautet, das Leben retten. Anderer ja. Lebensstil. Also als würde das Leben sich selbst schützen. Ja. Vor dem, was wir auch mit dem kleinen Ich draus machen. Ganz genau. Genau so ist es. Und zwar auf allen Ebenen. Wir bestehen ja mindestens aus Körper, Seele, Geist. Und das ist auch die Tragik der Medizin. Das kam ja gestern sehr deutlich in fast allen Vorträgen zum Ausdruck, dass wir viel zu sehr eingerastet worden sind auf diesem körperlichen Aspekt. Und das geistig-seelische, was eigentlich viel wichtiger wäre, das ist eigentlich viel zu sehr unter die Räder gekommen. Mir ist auch was aufgefallen noch, dass der Darm, ne, also wenn wir die Schwefelkur nehmen, gibt's ja so Phasen, wo man gar nicht auf die Toilette kann und dann ist wieder so eine Phase, wo es jeden Tag 2-3 Mal funktioniert. Ich hatte immer das Gefühl, dass ein innerer Prozess voranging und wenn es wirklich nicht funktioniert hat und ich wütender wurde und richtig mich innerlich schon vergiftet hatte, weil das nicht rauskam, dass ich gemerkt habe, oh, jetzt ist wieder ein nächstes Thema zu bearbeiten. Aber irgendetwas in mir wollte es nicht loslassen. Ja. Welche Rolle spielt Loslassen und Zulassen in diesem Prozess? Ja klar, also wir haben auf der körperlichen Ebene diese Lebewesen, die wir dann eben verabschieden wollen, die haben natürlich auch einen Überlebenstrieb. Das ist sicher der eine Punkt. Und was ich glaube, entdeckt zu haben, vor allem in den letzten 20 Jahren, 30 Jahren, nachdem ich beobachten musste, dass eben Entgiftung und Darmsanierung und Umstellung der Ernährung, das ist alles schön und gut und richtig und wichtig. Aber die vierte Komponente, diese spirituelle Komponente, wofür will ich überhaupt Gesundheit? Was ist mein Lebensziel? Woher komme ich? Was ist wohin gehe ich? Was ist überhaupt der ganze Sinn von dem Ganzen? Diese Sinnhaftigkeit. Wenn wir das vernachlässigen, dann werden alle anderen Maßnahmen nur sehr unzuverlässig und unvollständig greifen. Und das ist eben genau das, was jetzt gespiegelt wird, wenn wir wirklich ernsthaft an uns anfangen zu arbeiten. Also die Schulden müssen getilgt werden, das ist leider so. Und da gibt es viele schlaflose Nächte und manche, also die meisten Patienten, wenn die anfangen, die gehen die ersten 2-3 Wochen, kommen die gar nicht von der Toilette runter. Die haben dauernd, da geht es oben rein, unten raus. Und da muss man sagen, solange das anhält, da steckt man ja auch nicht drin. Halleluja, also der Körper, also erstes Zeichen, schlechtes Zeichen, also der Körper ist vergiftet. Aber das gute Zeichen, Halleluja, der Körper möchte noch sich reinigen. Also immer zweischneidig, immer, jedes Ding hat 2 Seiten. Wenn wir jetzt den Schwefel, als würden Sie sagen, das ist, also sollte ich das ein Leben lang nehmen? Also immer mal wieder, einmal im Jahr? Oder, also das können Sie gucken, das erste Mal, wenn man es nimmt, dann dauert das ja manchmal wochenlang, monatelang, Krebspatienten meistens über 1 Jahr oder länger. Also das Kriterium ist, solange es noch unangenehme Gerüche gibt, so nach verfaulten Eiern, also bei den Absonderungen. Also nur wenn Sie auf die Toilette gehen, riecht es so anständig, sonst nicht. Und
dann dauert das doch manchmal Monate, vielleicht sogar ein Jahr oder noch länger. Aber im Wiederholungsfall geht das im Allgemeinen in wenigen Tagen. Eine Woche, maximal zwei Wochen, dann ist der Gestank weg. Und dann wissen wir, jetzt haben wir wieder eine solide, neue, stabile Darmflora, die uns gesundheitsförderlich ist. Und wie sieht das aus mit Kindern oder Jugendlichen? Wann sollte man anfangen, das zu nehmen? Also mich haben auch viele gefragt, naja, wie ist denn das, mein Sohn oder meine Tochter, wann sollte man damit anfangen? Also das muss man sehen, die meisten sind ja eben nicht wie der Herr so scharf, wenn die Eltern schlecht essen, kriegen auch die Kinder schlechtes Essen. Und da kann man davon ausgehen, dass die Darmflora wirklich schwer gestört ist. Übrigens, das können jeder, das ist vielleicht ein praktischer Hinweis. Was bedeutet gesunder Darm? Da brauchen wir gar keine teuren Untersuchungen, Stuhluntersuchungen, dieser ganze Quatsch. Sie gucken einfach, das sollte nicht schmieren, wenn Sie den Stuhl absetzen, weder in der Schüssel noch am Körper. Da sind wir vielleicht gut beraten, einfach mal aufs Land zu gehen, wie das so die Kühe machen oder die Pferde. Die setzen da so den Stuhl ab, der ist so eingewickelt so in eine feuchte Hülle. Und wie gesagt, das schmiert nicht. Und genauso, Sie brauchen dann vielleicht ein Papierchen, um so ein bisschen die Feuchtigkeit abzutupfen, aber es schmiert nicht. Und zwar auch nicht in der Schüssel. Und wenn das noch schmiert, dann wissen Sie, wahrlich, wahrlich, Ihr Darm ist noch nicht in Ordnung. Ich will sehr viele Rückmeldungen von, vor allem ja viele Männer, die sind ja immer skeptisch mit diesen ganzen Aussagen. Und da kriege ich sehr viele Zuschriften, Mensch, ich habe es ja dem Propst nicht geglaubt, aber es funktioniert tatsächlich. Es geht, dass wir nicht mehr beim Absetzen des Stuhls schmieren müssen. Warum gibt es aber auch Menschen, die gar nichts merken? Also die, also nicht vom Darm her, sondern die machen die Kur und haben jetzt vielleicht auch nicht ganz so große Schwierigkeiten, aber bei denen passiert emotional, gefühlstechnisch überhaupt nichts. Was ist da? Das ist die Frage, das haben wir auch gestern hier gehört in einem der Vorträge. Wie viele Panzerungen haben wir? Nicht? Sie wissen ja, der gute alte Wilhelm Reich, der ist ja im Jahre 54, kurz bevor er da aus der Haft entlassen wurde von den Amerikanern, gestorben worden, noch im Gefängnis, weil der sehr viel eben über diese Dinge berichtet hat, dass wir immer mehr Panzerungen über Panzerungen haben. Und wenn wir genügend, wir sind ja alle Überlebende, nicht? Wir sind ja alle schwer traumatisiert von der Kindheit. Das geht ja schon los eigentlich. Ich habe eine ganz liebe Freundin, die ist Heilpraktikerin, die hat nicht geheiratet. Warum? Die hat als Kind im vorgeburtlichen Leben halt noch in Erinnerung, wie der Vater da mit der Mutter seine Spielchen getrieben hat. Ich meine, die hat das alles aufgearbeitet, 100 Mal, aber die konnte den Männern halt nicht vergeben. Die kann nichts anfangen mit diesen Burschen. Ja? So, das geht ja schon damit los, dass wir anstatt, wie es die göttliche Ordnung vielleicht vorschreiben würde, dass wir keine Nachzeugungen machen. Also das Kind wird gezeugt und dann ist erstmal die Ruhe, die Mutter in Ruhe zu lassen. Das Kind braucht Ruhe. Und damit geht das schon los. Dann, es gibt ja dauernd Krieg, dann ist das wie so eine Art Zweikampf, der da stattfindet. Wenn ein Mann vom fremden Stern kommt, der würde sagen, Justus Maria will ja die Frau umbringen. Ja, also fürchterlich. So, und dann kommt ja diese Geburt, die ja auch ganz unphysiologisch ist. Habe ich auch übrigens selber beobachten können. Wenn die Frauen, die haben kaum Schmerzen, dann werden die hingelegt, dann geht's schon los. Wenn Sie mal die Anatomie angucken, nicht? Die Vagina, die ist so nach vorne gebeugt, da muss das Kind gegen die Schwerkraft geboren werden. Also verstehen Sie, man könnte richtig zornig werden, was da abläuft überhaupt und was uns zugemutet wird. Man schämt sich ja fast, als Mensch identifiziert zu werden. Und dann geht es ja weiter, das ist übrigens der Grund, vielleicht auch noch ein praktischer Tipp, warum viele Menschen nicht vom Brot loskommen. Nicht? Also dann kommt ja die Katastrophe nach 9 Monaten, dann werden wir da rausgeschmissen, dann kriegen wir wenigstens einen kleinen Ersatz mit der Mutterbrust, hoffentlich. Und dann irgendwann werden wir auch wieder abgestillt. Und dann kommt ja dieses ganze weiche, pampige Zeugs. Und deswegen tiefenpsychologisch, wenn wir jetzt das Brot auch noch weglassen sollen, da kommt ja schon wieder ein Schock. Das sind unglaubliche archaische Muster, die da wachgerüttelt werden. Und deswegen ist ganz wichtig, dass wir über Erkenntnis, nicht wie gut, dass niemand weiß, dass sich Rumpelstilzchen heißt, die Märchen haben das alles beinhaltet. Wenn wir das erstmal erkannt haben, dass da wirklich ganz tiefe emotionale, archetypische Bindungen vorhanden sind, dann sind wir auch erst in der Lage, das zu lösen. In Verbindung mit der Meditation, mit Gebet, mit Schweigen, mit Stille, mit Absonderung. Das wären so die Stichworte.
Also vor allem bei der Ernährung haben viele so reagiert, auch in den Interviews, also im Interview, in den Kommentaren, ja, wie soll ich denn auf Kohlenhydrate verzichten und meine Energie, wo soll ich die herbekommen? Und Brot gehört irgendwie dazu. Also dieses Thema Brot, damit haben die meisten Menschen wirklich Schwierigkeiten, ich persönlich auch. Was steckt denn hinter dem Brot eigentlich, wenn man es jetzt mal metaphysisch betrachtet? Die Sehnsucht, Zuhause, Sicherheit, was macht das was Brot ich sage, mit uns? Eben, wie gesagt, wir haben drei Schockerlebnisse. Wir haben also diese Geburt, dann haben wir das Abstillen und jetzt kommt so ein Rohköstler daher und sagt, also Brot ist schlecht. Ja. Das ist ja ein K.O.-Schlag in die Magengegend, muss man sagen. Solarplexus, Bums, erledigt. Und deswegen nur durch Erkenntnis, was Schiller gesagt hat, Wissen ist Macht, böse Zungen sagen, nicht Wissen macht auch nichts, aber wir wollen ja wissen. Wenn wir das mal erkannt haben, dass da Programme ablaufen, Programmierungen. Die meisten Menschen sind ja auch, wir sind alle programmiert, ja. Für einige Augenblicke tauchen wir aus unserer Bewusstlosigkeit auf, aber die meiste Zeit sind wir mehr oder weniger bewusstlos. Kam ja gestern auch sehr schön in einigen Vorträgen zur Sprache. Und das ganze Ziel besteht darin, dass wir diese Zeiten der Bewusstwerdung immer mehr ausdehnen. Und ein wichtiger, schöner und auch sehr sinnvoller Schritt für unsere Gesundung wäre, dass wir diese Brotsucht einfach mal angucken. Einfach einen halben Meter neben sich selber stehen und sagen, das ist ja spannend, jetzt will der wieder essen. Warum will der das? Und wenn wir genügend Schweigen in unserem Herzen aufbauen können, dann wird uns plötzlich geöffnet die Augen, das steht im Epheser, dieses berühmte apostolische Gebet, Epheser Kapitel 1, Vers 18 geht's los. Der Gott, Jesu Christi, der Vater der Herrlichkeit, öffne mir die Augen meines Herzens. Und dann geht es los. Und das ist auch ein ganz wichtiger Vers, fällt mir gerade ein. Das ist eigentlich das Todesurteil für jegliche medizinische Manipulation. Im 2. Petrus Kapitel 1, Vers 3, da steht, alles hat uns die göttliche Gnade gegeben, damit wir wunderbar leben können. Sie sind jetzt schon über 40 Jahre mit Ihrer Mission unterwegs. Ja. Sie strahlen etwas aus, das habe ich Ihnen schon mal gesagt, ne? Ihre Augen, Sie sehen das jetzt leider nicht, aber vielleicht haben Sie noch die Gelegenheit, nachher im Foyer ihm in die Augen zu schauen. Das ist so, wie als würde ich in so einen Ozean hineinblicken. Und ich habe das Gefühl, ich sehe so einen jungen Mann, der nie altert. Was ist Ihr Lebensrezept, dass Sie so jung bleiben, also auch in der Seele? Dass Sie ja, Dienstgesinnung, ganz einfach, Dienstgesinnung. Der Regen fällt nicht ihm, die Sonne scheint nicht ihr. Du auch bist anderen geschaffen als wie dir. Das ist ganz wichtig. Deswegen gibt es ja auch Partnerschaft. Partnerschaft, es gibt eine wunderschöne Anekdote, vielleicht hat der eine oder andere sie schon gehört. Da war eine Führung zuerst in der Hölle, ja, und da war ein wunderbar gedeckter Tisch und alles fantastisch. Aber ganz unglückliche Menschen drumherum, die haben nämlich so einen Meter langen Löffel und Gabel und Messer und die kriegen das halt nicht hin. Dumm gelaufen. Dann geht es weiter in den Himmel. Auch wieder ein wunderschön gedeckter Tisch, wunderbar glückliche Gäste, haben aber genau dieselben Werkzeuge, einen Meter lang. Warum? Die geben sich gegenseitig das Essen. Verstehst du? So läuft das. Also ich sehe das genau, diese Glückseligkeit, dieses ekstatische Erleben, etwas zu bedeuten. Nebenbei bemerkt, die beste Lebensversicherung, das kommt auch im Markus-Evangelium, hat das Jesus genau mit diesem unfruchtbaren Feigenbaum und so weiter. Und da steht übrigens ausdrücklich noch drin, auch im anderen Matthäus, auch in Lukas wird das berichtet, es war noch nicht die Zeit der Früchte. Und dennoch, Jesus verflucht den Baum und sagt, nein, wir müssten dauernd Früchte geben. Und wenn wir halt keine Frucht geben, dann wird es gefährlich, verstehen Sie? Das ist doch logisch. Wer von uns hat jetzt schon mal, was weiß ich, einen Kugelschreiber, der noch schreibt, haben wir den schon mal in den Mülleimer geschmissen? Nein, der schreibt ja. Schwierig wird das mit dem Kugelschreiber, wenn er nicht mehr schreibt. Dann sage ich, ich habe ja noch 5 andere hier. Haben Sie wirklich? Habe ich wirklich, ja. Wie viel haben Sie denn da drin? Zeigen Sie mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, ja. Wieso braucht man so viele? Das sind doch die Allüren, das können Sie ja in jeder Klinik beobachten. Nicht der Chefarzt, der hat da draußen, was weiß ich, 6 oder 8. Der Oberarzt nur 4, das ist eine strenge Hierarchie. Und das ist so noch meine Chefallüren hier. Die benutzen Sie gleich für die Büchersignierung. Ja, wahrscheinlich. Herr Dr. Probst, ich
ich bin wirklich berührt und es ist auch wieder so ein Moment, wo ich wirklich eigentlich auch nur die Stille suche, weil es ist eigentlich alles gesagt. Richtig. Das ist überhaupt das Grundsätzliche. Die Wahrheit werden wir finden in der Stille. Auch Gebet, es gibt ja keine vernünftige Unterrichtung, nicht? Die Leute plappern da, sagt Jesus im Matthäus Kapitel 6, also die Bergpredigt Kapitel 5 bis 7, Matthäus 5 bis 7, das ist das Zentrum. Kann ich jedem nur empfehlen, überwinden Sie Ihre Vorurteile, die uns hineingepflanzt worden sind, dass das alles irgendwie blöd sein soll, überwinden Sie das und dann werden Sie merken, Mensch, Maja, es geht echt vorwärts und zwar existenziell, also nicht nur intellektuell, sondern existenziell die Verbesserung unseres Daseins. Hölderlin hat das ja so schön gesagt, der ich bin, grüßt traurig den, der ich möchte sein. Und es gibt tatsächlich einen Katalysator, der uns es ermöglicht, wirklich signifikant, existenziell weiterzukommen. Und das ist eben der Name Jesus. Der Name Jesus ist ein ausgegossenes Öle, das speiset und erleucht und stillt das Weh der Seele. Ich liebe Sie. Ich danke Ihnen für diese Begegnung und ich hoffe auch Sie, liebe Zuschauer, es hat Ihnen ja viel mitgegeben im Herzen und hier und überhaupt. Danke. Danke. Also, sehr schön. Sehr schön.